Hallo Freunde der gepflegten Abwasserentsorgung. Wir werden oft gefragt, was das Geheimnis für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte ist. Na, diese Frage beantworten wir euch doch gerne. Kommt mit. So, jetzt sind wir in der Fertigung. Hier zeige ich euch mal, wie eine U3K produziert wird. Nach der Montage prüfen wir jede gefertigte Pumpe auf Funktion und Sicherheit. Nach dem Auflesern der Seriennummer geht's ab in den Karton. Nun werfen wir einen Blick auf die einzelnen Komponenten der kleinen Gelben. Als erstes gehen wir zum Wickelzentrum, wo die Motorwicklungen hergestellt werden. Kommt mit! Wir produzieren hier im Werk die Komponenten für unsere Elektromotoren zum größten Teil selbst. Dazu werden die einzelnen Spulen der Wicklung aus isoliertem Kupferdraht aufgewickelt, in die Nuten des Stators eingezogen und in Form gebracht. Nachdem der Wicklungsthermostat integriert wurde, wird die Statoreinheit mit einer speziellen Nähmaschine bandagiert und anschließend unter Temperatureinwirkung mit Kunstharz vergossen. Die CNC-gefertigten Rotorwellen aus Edelstahl lassen sich von unserem dauerhaft leistungsbereiten Mitarbeiter Armin zu einer Verbindung auf Lebenszeit in die Presse führen. Anschließend wird die Rotoreinheit in der CNC-Maschine vollautomatisch fertig gedreht und elektronisch vermessen. Nachdem die Motorwicklung vergossen und geprüft ist, kommt sie zusammen mit der Rotorwelle, den Lagern und den Dichtungen zusammen in die Gehäuseschalen. Das schauen wir uns jetzt an. Bei der Motormontage setzen wir auf maschinell unterstützte Handarbeit. In stetig optimierten Prozessen werden die einzelnen Teile zusammengesetzt und dabei laufend überprüft. Die Montagelinie der neuen U3K wurde dazu komplett neu entwickelt. Nachdem die Lagerschalen verpresst und die Ölkammer befüllt wurde, wird abschließend das Pumpenlaufrad drehmomentgesteuert aufgeschraubt. Und hier ist sie, die komplette Motoreinheit, das Herz der kleinen Gelben. Neben den inneren Werten ist für eine Tauchmotorpumpe natürlich ein absolut dichtes Gehäuse das Wichtigste. Dabei kommt es besonders auf die dauerhaft dichte Einführung der Anschlussleitung an. Wie das gemacht wird, gucken wir uns jetzt an. Nachdem die Gehäuseoberteile in einem speziellen Verfahren vorbereitet wurden, wird Gießharz eingefüllt, welches bis zu den einzelnen Kupferäderchen vordringt. Selbst bei einer beschädigten Anschlussleitung kann so keine Feuchtigkeit eindringen. Diese Art der Leitungseinführung ist bei allen Jungtauchmotorpumpen selbstverständlich. Um eine Entwässerungspumpe zu entwickeln, die bei der Rückstausicherung von Gebäuden lange Zeit eine gute Figur macht, braucht man jede Menge Erfahrung. Die U3K im Kunststoffkleid wird schon seit 1974 hergestellt. Unsere Ingenieure beschäftigen sich dabei laufend mit neuen Werkstoffen, Technologien und Ideen, die häufig auch aus dem Kundenkreis kommen. Was früher noch Hochleistungsrechner brauchte, kann man heute mit einer guten CAD-Software am PC machen. Hydraulische Simulationen, Analysen zum Spritzgussprozess und Festigkeitsberechnungen stehen für unsere Konstrukteure daher heute ganz normal auf der To-Do-Liste. Hallo ihr zwei, was macht ihr gerade? Wir untersuchen die Spannungen am neuen Schwimmer. Okay, gut. Viel Spaß dabei. Danke. Danke. Das, was die beiden Kollegen da gerade gemacht haben, muss natürlich noch überprüft werden. Sowas geht heute relativ flott. Der 3D-Drucker spuckt in wenigen Stunden Prototypenteile aus, die direkt begutachtet werden können. Erfahrung und neue Methoden in der Entwicklung allein reichen aber nicht aus. Gehen wir mal ins Versuchslabor und gucken, was da so passiert. Aus jeder Produktionscharge werden täglich einzelne Pumpen direkt ins Labor gebracht. Diese Stichproben ergänzen die sensorischen Überprüfungen nach der Montage durch verschiedene Tests. Dazu zählen die Leistungsmessungen mit Wasser, bei der Druck- und Durchflusswerte festgehalten werden und eine Prüfung im Druckbehälter, bei der ein Vielfaches der maximalen Eintauchtiefe erzeugt wird. Die für diese Pumpen notwendigen Zulassungsprüfungen zum Führen des VDE-GS-Zeichens erfordern neben einem Härtetest mit Sand und Kies auch einen Blockiertest. Hierbei wird das Pumpenlaufrad bei unter Spannung stehendem Motor fixiert. Nach 18 Tagen in diesem Zustand darf der Motor keinen Schaden nehmen. Wow. Dazu kommen regelmäßige Dauertests wichtiger Innenteile, wie zum Beispiel der Mikroschalter. Und natürlich auch ganzer Pumpen mit warmem Wasser. Durch solche Härtetests unterscheidet sich die U3K als VDE-GS zugelassene Schmutzwasserpumpe von so manchem Discounterprodukt und bietet das Maß an Sicherheit, was für dauerhaften Rückstauschutz nötig ist.
Und wenn doch mal was daneben geht, dann muss man bei Jungpumpen nicht lange warten. Ersatzteile bekommt man bei uns in kurzer Zeit und auch für lange Zeit. So, nun habt ihr gesehen, was die Qualität einer Jungpumpe ausmacht. Damit gehen wir jetzt in die nächste Generation der U3K. Mit 5 Jahren Garantie für jede registrierte U3K.